Ja, hallo, heute melde ich mich mal von einem anderen Ort. Mal was anderes, und zwar warum. Sie kennen das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, das ist, glaube ich, in dem einen oder anderen Unternehmen oder der einen oder anderen Organisation heute auch der Fall. Nur warum ist das so? Denn nützt es Ihnen überhaupt was, den Wald zu sehen? Vor lauter Bäumen. Was brauchen Sie dafür? Also zunächst einmal stelle ich fest, viele Unternehmen haben überhaupt kein Ziel. Sie wissen überhaupt nicht, in einer Umgebung sich bei sich plötzlich ändernden, sehr schnell und sehr stark verändernden Bedingungen, ob ihr Ziel, was sie seit vielleicht Jahrzehnten verfolgt haben, überhaupt noch verfolgbar ist. Aber machen Sie sich keine Gedanken, beziehungsweise Sie halten einfach an dem alten Ziel fest. Zu was führt das? Das führt dazu, dass man jegliche Orientierung aus dem Auge verliert. Und dann nützt es Ihnen auch nichts mehr, wenn Sie dann den Wald noch sehen. Das Zweite ist dann, verlassen Sie sich nicht auf die falschen Berater. Welche können das sein? Das können zum einen mal die Medien sein. Das ist das, was die erste Wahl meist bei den auch Führungskräften ist. Warum? Das merke ich immer an den Posts, die sie so den ganzen Tag verbreiten in den sozialen Medien. Und das macht vor keiner Hierarchieebene Halt. Man nimmt das ganz gerne, weil es einmal nichts kostet. Das ist das Erste. Man kann das nach freien Stücken tun, man kann es auch anonymisiert tun, es bekommt keiner mit, wenn man das macht. Es sei denn, man outet sich dann damit. Wo ich auch manchen empfehlen würde, als Führungskraft, lasst das lieber, was ihr da macht. Wenn das mal einer gezielt zusammenträgt, wirkt das nicht gerade vertrauenserweckend. Vor allen Dingen nachher in der Rückschau nicht. Das ist viel mit Aktivismus, Panikmache etc. verbunden. Das Zweite ist, die zweite Quelle sind dann eventuell Bekannte, so Freunde. Man tauscht Meinungen aus. Dabei unterscheidet man nicht, und ich hatte das Thema Fakten in meinem letzten Beitrag, der gute Krisenmanager, das Thema Fakten unterscheidet man gar nicht von Spekulationen, sondern da wird wild hin und her spekuliert. Das Ganze ist nicht selten erheblich emotional, man steigert sich da in was rein. Und hinterher geht man zwar mit dem Gefühl raus aus so einem Gespräch, naja, konnte ich wenigstens mal drüber sprechen, aber gebracht hat das nichts, oder man ist auf die falsche Fährte gesetzt oder sogar noch mehr verunsichert. Wenn man diese Verunsicherung dann ins Unternehmen überträgt, macht man die Sache eigentlich nur noch schlimmer. So, die dritte Variante ist dann, und die fängt dann an, Geld zu kosten und auch Geld zu verbrennen, sich auf die falschen Berater zu verlassen. Was sind denn die falschen Berater? Kommen wir nochmal auf den... Da will ich überhaupt jetzt in keine Kategorie abschwenken, sondern da können Sie eine ganz einfache Probe ziehen oder eine Verprobung machen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wenn Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, dann müssen Sie erstmal überprüfen, sind Sie überhaupt im Wald. Das heißt, Berater, die gar nicht im Wald sind, das heißt, die gar nicht im Unternehmen sind, die in der Theorie schwelgen, oft dann auch jenseits von Fakten, von belastbaren Fakten, die Sie überprüfen können. Und sagen Sie nicht, das ist zu kompliziert, das kann man Ihnen nicht erklären. Oder das wollen wir jetzt im Detail gar nicht herleiten. Sondern ja, bestehen Sie darauf. Ich bestehe immer darauf, dass man mir genau erklärt, wo haben Sie das her, was sind die Quellen, wie kommen Sie darauf. Und wenn man das in meinen Worten nicht erklären kann, sprich in der Empfängersprache nicht erklären kann, das ist übrigens ein oberstes Prinzip des Co-Resource-Managements, dass der Empfänger, dass eine Botschaft immer auf den Empfänger und nie auf den Sender ausgerichtet ist, dann sage ich, dann möchte ich das nicht weiter hören oder dann vertun wir hier nicht weiter unsere Zeit. Das heißt also, am besten sind die Menschen, die aktiv in solchen Aufgaben drinstecken, die dabei eine große Übersicht der Fakten und die Erfahrung haben. Hier spielt auch wirklich Erfahrung eine Rolle. Nicht umsonst wird man ja nicht, wenn man gerade eine Verkehrsflugzeugführerlizenz erworben hat, automatisch auch Kapitän, sondern das braucht Jahre und noch verschiedene Zusatzqualifikationen. Und das sollte man auch bei Beratern jetzt mal
fordern bzw. auch berücksichtigen. Erst dann würde ich dafür Geld ausgeben an ihrer Stelle. Auch ist es wichtig, die dann in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt, lassen Sie sie operativ tätig werden, wenn Sie der Überzeugung sind, die sind gut. Wir helfen Ihnen dann. Wenn Sie nicht gut sind, enttarnt sich das sehr schnell. Denn die Mitarbeiter werden Ihnen das widerspiegeln, ob das was bringt oder nichts bringt. Die sind da sehr kritisch, das ist meine Erfahrung. So, das sind diese jetzt drei Punkte oder drei Quellen, die ich kenne. So, wenn man das jetzt wirklich analysiert hat, beziehungsweise für sich einen Weg gefunden hat, da die richtige Auswahl getroffen hat und dann auf dem, sage ich mal, richtigen Pfad ist, ist man letztlich wieder bei den Fakten. Und wenn man bei den Fakten ist, dann ist man letztlich auch wieder im Wald und sieht auch die Bäume da, wo noch ein Weg erkennbar ist, wie Sie jetzt bei mir sehen. Ich bin auch wieder auf einem Weg. Warum? Weil ich hatte ein Ziel. Ich hatte nämlich das Ziel eben, als ich mit Ihnen durch diesen Wald da gegangen bin, die Bäume so zu umgehen und nur die Bäume für mich als relevant zu betrachten, die wieder die mir den Weg zu meinem ursprünglichen Weg, nämlich dem Ziel, was ich jetzt verfolge, das ist der nächste Ausgang hier aus dem Wald, den ich kenne, wo ich weiß, dass da weiß ich, was mich erwartet. Wenn ich da nicht weiß, was mich erwartet, bin ich halt vorsichtig, mache das mit Umsicht, verringere etwas die Geschwindigkeit, überprüfe die Fakten immer häufiger. Wenn ich den Weg aber dann wiedergefunden habe, kann ich da auch ein bisschen mit einem größeren Maschinennetz vorgehen. Das muss individuell abgestimmt werden. Setzt aber voraus, dass Sie sich an die Fakten halten. Wie man oder wo das Problem bei den Fakten liegt, hatte ich Ihnen ja in meinem letzten Beitrag einmal schon mal in einigen Facetten geschildert, wie Sie da den richtigen Weg finden können. Je umsichtiger und je genauer Sie in der Auswahl Ihrer Informationen sind, Ihrer Fakten sind, desto besser funktioniert das. Das heißt, wenn ich also in einem Wald, um das Bild nochmal zu gebrauchen, alle Bäume berücksichtige, für alles, was ich dort was ich sehe, ich habe kein Ziel, dann sehe ich natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dann bin ich orientierungslos. Wenn ich sage, ich habe ein Ziel und betrachte dann aber immer noch alle Bäume, dann bin ich mit Informationen überfüttert, mit nicht relevanten Informationen überfüttert. Und wenn ich dann nur die Dinge sehe, wie jetzt hier zum Beispiel dieses Hindernis, dann weiß ich, aha, das ist relevant für mich. Was jetzt aber nicht relevant ist, sind die Bäume da ganz hinten, sondern ich umschiff das hier oder umgehe das hier genau auf dem Weg und sage, ich sehe die Bäume, die relevant sind, die berücksichtige ich. Da versuche ich auch nicht durchzurennen und dagegen zu rennen. Ja. Ich versuche mein Ziel natürlich auch so zu korrigieren oder so zu finden, dass das möglich ist, dass ich diesen Weg gehe. Nehmen wir mal an, jetzt würde hier irgendwo ein großes Hindernis auftauchen, wie das manchmal nach Stürmen ist. Da liegt ein richtig dicker, fetter Baum. Da wege ich ab und sage, willst du das Risiko eingehen, da jetzt rüber zu klettern? Kannst du das überhaupt? Oder verletzt du dich da eventuell oder liegst dann auf der Nase? Ist das überhaupt möglich? Mit welchem Transportmittel bin ich überhaupt unterwegs? Wenn ich hier mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich natürlich ganz andere Voraussetzungen, sowas nochmal zu beurteilen. Das heißt, ich muss auch meine Umgebungsfaktoren ehrlich berücksichtigen. So, und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich ganz entspannt diesen Weg gehen, in der angepassten Geschwindigkeit und mit dem richtigen Fokus. Dafür ist es eben wichtig, sich wirklich auf die Fakten zu verlassen. Wenn ich das als Führungskraft nicht kann, und ich erlebe das in Unternehmen leider Gottes, dass er eher in solchen Zeiten, wo jetzt mehrere Einschläge zugleich kommen, viele Unternehmen befanden sich ja sowieso in einer Übergangsphase, in einer sogenannten Transformation, Automobilindustrie will ich da mal nennen, aber auch die Luftfahrt war unter Druck und jetzt hat es die nochmal richtig kalt erwischt. Teilweise sind ganze Geschäftsmodelle weg, die sind einfach weg. Dann hat es überhaupt keinen Zweck, diesen Geschäftsmodell noch hinterher zu jagen. Das heißt, jetzt muss ich gucken, bin ich in einer Branche tätig, deren Geschäftsmodell insgesamt gefährdet ist. Und da warne ich davor zu sagen, naja, nach Corona kommt alles wieder in den Urzustand. Das wird das Ganze sehr aus der medizinischen oder virologischen, wissenschaftlichen Seite beleuchtet und auch entschieden. Aber was wir sehr wenig hören im Moment, das sind, sagen wir, die Verhaltensforscher, die Soziologen. Wie reagieren Menschen überhaupt darauf,
wenn sie Dinge wieder möglich gemacht bekommen, wenn aber die Rahmenbedingungen sich komplett verändert haben. Ich will Ihnen das mal nach einem Beispiel nennen. Man hat jetzt geglaubt, jedenfalls habe ich das aus den wenigen Berichten, die ich darüber gelesen habe, die ich dann wirklich mal angeguckt habe, weil weltfremd möchte ich auch nicht werden, vernommen, dass der Einzelhandel sagte, ja, wir haben zwar wieder geöffnet, kommt bloß keiner. Ja, das ist aber, wenn man sich mal Verhaltensforscher anhört und Soziologen anhört, und davor waren die übrigens schon seit Wochen, normal, denn Einkaufen hat ja einen Erlebniswert heute. Es ist ja nicht, dass sie das müssen. Sie haben ja 90% der Waren und Dienstleistungen, die wir heute konsumieren, anbieten, sind ja für unsere Lebensführung nicht zwingend erforderlich. Wir verhungern da nicht. Uns geht es auch nicht wesentlich schlechter, wenn wir das nicht machen. Wenn wir jetzt also so ein Erlebnis nicht mehr haben, sprich, ich habe in Einzelhandelsgeschäften Bedingungen, die manche Leute empfinden wie im Knast, ja, wie im Gefängnis, oder sagen, wie und unter extremer Überwachung, unter extremer Verhaltenseinschränkung, dann auch noch maskiert, also wo sich viele auch nicht wohlfühlen, dann sagen die, dann lasse ich das doch, dann mache ich das nicht. Oder ich weiche aus auf einen anderen Beschaffungskanal, sprich Internet mit den entsprechenden Anbietern. Was ja auch passiert, nicht umsonst ist ja die Post, DHL und die Pakete sind ja, fahren ja am Limit. Also auch die einige Versender wie Amazon und Co. fahren am Limit. Die haben ja schon kategorisiert, was sie liefern, was sie später liefern. Das machen die übrigens sehr gut. Jedenfalls die großen Führenden machen das sehr gut und kommunizieren das auch gut. Das ist für den Einzelhandel aber nicht gut. Bis hin zur Katastrophe. Und das Gleiche sage ich übrigens den Restaurants und der Gastronomie, dem Tourismus, der Hotellerie voraus. Es ist dort, wenn dort ähnliche Einschränkungen nachher herrschen, wenn vielleicht Ticketsysteme nachher gültig werden müssen, damit man das überhaupt steuern kann, das Ganze, fehlt einfach das Erlebnis. So, und wenn man jetzt die Verhaltensforscher, dann machen die Leute das nicht, dann sind die Dinge auf einmal leer, abgesehen davon, dass sie eh nur halb gefüllt werden dürfen. Und dann ist ein Rendite in so einem Geschäftsmodell ganz schnell negativ und dann kommen die ganzen Betreiber vom Regen in die Traufe. Das ist also wichtig, jetzt mal die Gesellschaftsforscher, die Soziologen, die Verhaltensforscher, die seriösen, die guten, die, hier kommt es auch darauf an, das muss belastbar werden, wissenschaftlich belastbar sein. Da gibt es enorm viele, die sehr viel Dampf produzieren. Es gibt sehr wenige, die das nicht tun, aber die kann man herausfiltern. Das ist übrigens bei den Virologen nicht ganz so extrem, aber auch da gibt es sowas, solche Phänomene. Welche sind sehr an Schlagzeilen, an dramaturgischen Ereignissen interessiert und weniger an den tatsächlich belastbaren Fakten. Und dann gibt es welche, die sind sehr faktenorientiert. Auch da gibt es wieder die eher pessimistischen und die eher optimistischen, was ja menschlich normal ist. So. Das muss ich filtern. So, und wenn ich jetzt die alle mal an den Tisch hole, dann muss ich abwägen. Diese Abwägung war in den letzten 4 Wochen nicht relevant. Da musste man jetzt erstmal, ich sag mal, fly the aircraft first. Auch darüber habe ich einen Beitrag gemacht. Erstmal sehen, das Ding in der Luft halten. Die Maschine am Fliegen halten, die Katastrophe verhindern. Ob das alles so nötig war oder nicht, ist in der Rückschau betrachtet müßig. Können Sie nicht beweisen, kann ich nicht beweisen. So, was passiert wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten? Statistiken sind ja auch mit äußerster Vorsicht da zu genießen. Wenn Sie mal einen guten Virologen hören, wie Christian Drosten, Professor Christian Drosten, dann sehen Sie, wie vorsichtig man bei solchen Studien, bei solchen Betrachtungen sein muss, was da im Moment veröffentlicht wird. Auch wenn das vermeintlich wissenschaftlich klingt. Auch hier ist das Internet nicht immer, sage ich mal, eine Qualitätsgarantie. Durch die Preprint-Server, die da existieren, wo man Sachen, bevor die überhaupt geprüft sind, als wissenschaftlichen Beitrag irgendwie lesen kann. Oder vermeintlich wissenschaftlichen Beitrag, der aber gar keiner Prüfung standhält oder Prüfung sich unterzogen hat. So, und wenn ich jetzt in so einer Branche arbeite, ich komme mal zurück auf den Punkt, ich sage mal ein paar, Einzelhandel, Automobil, Hotellerie, Tourismus etc., dann würde ich mir mal Gedanken machen, ist überhaupt mein Ziel, das alte Geschäftsmodell wieder zum Laufen zu kriegen, überhaupt noch erreichbar? Wahrscheinlich. Was kann ich eigentlich als Alternative mal denken? Was kann ich jetzt dafür tun, wo ich Zeit habe, mir vielleicht auch Mittel dafür besorgen kann? Wenn ich sehr konkrete Vorstellungen habe, ist das sehr viel einfacher, übrigens auch an diese Mittel zu kommen, als wenn ich da rumwabere und in der Ecke sitze und sage, mir geht's schlecht, ich brauche mal Geld, sonst kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Das ist immer ein sehr passives Argument. Und ich habe einen Kollegen von mir, der hat jetzt eigentlich Spruch gemacht, der zwar ein bisschen aggressiv ist, auch ein bisschen provokativ ist, aber sagt, der erste Weg, um aus der ganzen Sache rauszukommen, ist, ich komme aus meiner Ecke raus und höre auf zu jammern, ja, und zu fordern.
So, dann muss ich mir mal überlegen, was kann ich denn tun? Was gibt es denn für Varianten? Da fällt mir allein in der Gastronomie ganz viel an, was man tun kann. Um aus diesem alten Gewohnheitstrott rauszukommen und sagen, ja, das wäre sowieso gekommen, aber jetzt kommt es halt heftiger und schneller. Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller werden. Hier habe ich viele Elemente im Crew Resource Management, also im Führungsmodell der Luftfahrt, die ich da entsprechend mit belasten kann. Allein das Entscheidungsfindungsmodell Vorreck ist hervorragend dafür, solche Innovationen zu ermitteln, und zwar in einem Team. Ein Team haben Sie immer irgendwie. Und wenn es die Familie ist, wenn Sie Einzelkämpfer sind, wenn Sie ein Unternehmen sind, größerer Natur, Mittelstand, haben Sie Teammitglieder, Mitarbeiter, gehen Sie da offen mit um. Fragen Sie doch mal offen nach dem Vorreck-Prinzip. Auch hier habe ich einige Beiträge zu veröffentlicht, wie das geht. Ja? Und deswegen appelliere ich an alle, die in solchen Branchen sind, wo das Geschäftsmodell eigentlich auf Tauglichkeit überprüft werden muss, bevor man überhaupt weitermacht. Damit man eben nicht in diese Renditefalle reinläuft und sagt, jetzt bin ich zwar wieder da, aber es ist kein Kunde da. Der kommt auch nicht mehr oder der kommt zu lange nicht mehr. So, ich kann da nicht mehr drauf warten. Lernen Sie, ein solches Modell zu handhaben als Führungskraft, als Unternehmer. Möglichkeiten haben wir dafür genug. Die gibt es zuhauf. Unter anderem biete ich sowas auch an. Trainieren Sie das und gehen Sie dann mit Ihren Teams, die ja noch da sind, mit Ihrem sozialen Umfeld, was ja noch da ist, entsprechend nach diesen Dingen vor, offen damit um und kommen Sie mal auf Optionen, die dann auf Erfolgsaufsicht geprüft werden, treffen eine Entscheidung, führen das aus und gucken, führt das zum Ergebnis oder korrigieren es. Damit kommen Sie erheblich weiter, als wenn Sie in der Ecke sitzen und auf Staatshilfe warten. Das klappt übrigens auch in Konzernen nicht immer gut. Auch da wird lange in der Ecke gesessen und werden Forderungen gestellt. Teilweise unterstützen das auch die Verbände. Es gibt nur weniger Verbände, die ich kennengelernt habe, die wirklich innovativ nach vorne gehen und nicht als erstes nach Staatshilfe schreien. Denn das ist kein für eine freie Markt- oder soziale Marktwirtschaft ist das kein Zukunftsmodell, der Staat. Ja, das heute meine Betrachtung zu der Kernaussage, die ich am Anfang hatte. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also Sie müssen schon mal im Wald sein. Sie müssen wissen, welche Bäume sind überhaupt relevant für mich und eben ganz viele Umgebungsfaktoren auf einer Faktenlage erkennen. Dann brauchen Sie gegebenenfalls eine Überprüfung, ist mein Ziel überhaupt noch ein gültiges Ziel? Ist das überhaupt noch erreichbar unter den jetzt vorhandenen Bedingungen? Welche Risikofaktoren sind denn da, die dieses Ziel gar nicht mehr erreichbar machen? Und hier appelliere ich auch an alle Entscheider, auch in der Politik. Holen Sie alle Betrachtungsweisen an den Tisch. Also holen Sie auch die Verhaltensforscher an den Tisch, die Wirtschaftswissenschaftler, und gewichten Sie das auch. Für mich entsteht ein Eindruck, ich kann es nicht letztlich sagen, ob es so ist, aber der Eindruck entsteht für mich. Ich sitze ja nicht bei der Bundeskanzlerin am Kabinettstisch oder am Entscheidungstisch da in der Runde. Aber es entsteht der Eindruck, dass manchmal sehr einseitig aus der reinen medizinischen Seite das Ganze betrachtet wird. Tote will niemand, aber die will man natürlich nachher auch nicht durch einen Verhaltenscrash. Ja, das eine sind ja dann, sage ich mal, die unmittelbaren Folgen, und das andere sind ja mittelbare Folgen, die bei einer erheblichen Wohlstandszerstörung sogar zu einem erheblichen gesellschaftlichen Problem werden können, was auch in Gewalt mündet, was in Tod mündet, nur nicht eben so direkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man das langsam mal betrachten muss und wo man dann vielleicht zu der Erkenntnis kommt, ja, wir bewegen uns hier in neuen Szenarien, in neuen Geschäftsmodellen. Wir brauchen eine Neuordnung bestimmter Dinge. Und wie gestalten wir die mal aktiv? Und zwar so, dass wir unseren Wohlstand und unsere Errungenschaften, unsere gesellschaftlichen, dann auch erhalten können und nicht kaputt machen. Kann jeder für sich umsetzen, wenn man das konsequent macht. Ich merke das gerade in meinem Unternehmen, das funktioniert wirklich gut. Klar, ich musste auch was ändern. Seminarbetrieb haben wir natürlich auch überlegt. Präsenz ist ein Thema, was wir nicht automatisch mal in den Mittelpunkt mehr rücken können und sagen, das ist Voraussetzung, das ist gesetzt, sondern da muss man drüber nachdenken. Nur mal ein Beispiel zu nennen, machen Sie das bei sich auch. Das ist mein Appell für heute und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit und ein erfolgreiches Denken. Vielen Dank.